Moin Moin, willkommen und auf unserer pestigen Insel anno 2070. Ja, ich habe mich ja gewundert, warum die so wenig produzieren. Produktion gestoppt. Ihr habt dann gesehen, wir haben hier Raketenteile mit minus 75 und hier mit minus 75 macht 150 plus den mit 100. Macht aber 250 nach meiner Rechnung. Und ich wundere mich, warum haben wir denn minus 576? Da komme ich ja gar nicht gegen an. Habe ich hier mal drauf gehalten, habe gelesen, die Ökobilanz ist reduziert, solange diese Katastrophe aktiv ist. Denk mir so, hä? Katastrophe? Wo? Was? Und lese Ölpest auf dieser Insel. Und wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, hier ist doch der Öltanker verunglückt und hat uns hier so eine kleine, pestige, schwarze Suppe hinterlassen. Gut, ich habe jetzt ein Modul erforscht, und zwar die Schmutzwasserpumpe. Mit diesem Modul fahren wir jetzt mal zu der Küste und werden die mal wieder sauber machen, damit wir hier diese, ja, Pestilenz mal loswerden. Bewegt mich gerade mal um das Mikrofon herum. Also das ist ja schon nicht mehr normal. Dass der uns sowas dahinter lässt. Oh, jetzt haben wir das Schiff hier und werden die jetzt mal aktivieren. Und jetzt reinigt er uns mal die Küste. Und dann hoffe ich, dass... Ja, die Ökobilanz sinkt wieder. Also, beziehungsweise sie steigt, die Minusbilanz sinkt. Und man sieht jetzt schön, wie er hier so nach und nach unsere Küste reinigt. Und eigentlich müsste er ja mit dem Filtersystem und so weiter dann hier Öl generieren. Das wäre eine geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob das auch der Fall ist. Ich glaube nicht. Das wäre ja zu schön, wenn man hier dann noch ein bisschen Öl retten könnte von seinen Unglücken, die so passieren können. Da noch ein bisschen säubern, genau. Da hast du schon gesäubert, hier ist noch ein bisschen was. Da. Na ja, okay, er macht die Kanten noch ein bisschen sauber. Ja, jetzt wo die Ökobilanz besser wird, müssten auch die mal langsam effektiver arbeiten. Na komm, da ist noch ein bisschen was. Ja, genau, in die Richtung. Da, hier ist noch ein bisschen... Braucht ganz schön lange, um das so zu reinigen, ne? Ja, so ein Weichen ist er da schon mit beschäftigt. Ist zum Glück nur ein kleinerer Fleck. Steht aber auch jetzt nicht, wie lange er braucht. Na? Ist gleich fertig? Ja, sollen wir die Rückstände der Ölpässe machen mal ein bisschen schneller. Ah, die steigen jetzt auch. Das ist gut. Weil sonst wäre ich da nicht mehr wirklich mit hinterhergekommen, unsere Säuferbevölkerung da mit Alkohol zu versorgen. Ah, bist du gleich durch? Ökobilanz. Werte steigen. Ja, das sehe ich. Das finde ich auch ganz gut. Da könntest du ein bisschen schneller machen mit. Mit dem Beseitigen der Ölpest. Noch ein bisschen schneller. Hm.
Ja, lassen wir da mal arbeiten. Wir produzieren die 198, uns fehlt nur noch ein bisschen Strom. Und ich, ja, genau, ich habe den Trimaran. Ach, was? Der hat doch eine Scout-Drohne. Warnung. Produktion gestoppt. Na, dann würde ich doch mal sagen, werden wir mal diese Nebenaufgaben machen. Offshore-Umspannwerk und er gibt uns. Weiß nicht was, aber dann werden wir mal jetzt in dieser Folge mal die Nebenaufgaben hier erledigen. Bitte einmal abtauchen. Genau. Muss ich gleich da bleiben und scannen. La la la. Scanne er mir und dann wollen wir da nämlich hin. Seltene Qualle mit einer Kamera. Schicken. Hä? Hier soll ich doch, ne? Ja. Mit einer Kamera. Da machen wir das Ganze mal ein Besteller. So, scannen Sie mir bitte. Und danach müssen wir da oben hin. Wie schnell das ganze Spiel doch laufen kann. Ist das geil. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Ja, ich höre ja schon auf mit meinen komischen Geräuschen. Das ist in Ordnung. Und einmal auftauchen. Grinst du so, weil du den Augen... Ja. Gute Arbeit, ehrlich. Energieproduktion. Plus 15%. Offshore-Technik habe ich hier. Da. Ja, dann bauen wir das hier auch mal ein. Ist ja nicht schlecht. So, und du möchtest auch irgendwas gescannt haben. Dann wollen wir das doch auch gleich mal machen. Achso. Einmal abtauchen bitte. Warnung. Produktion gestoppt. Einmal Der scannen. Vorstand wird sehr erfreut sein. Da auch einmal scannen. So, ja, genau. Hier soll ich nämlich scannen. Yep. Neue Inselkoordinaten erfasst. Hey. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Hier oben einmal. Lokalisiere Insel. Zack. Och ja, ich muss immer direkt über dem Pfeil sein. Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Oh, er hat uns gerade 13.000 überwiesen. Nicht schlecht. Ach so. Das war's schon. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns darum, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr Energie rankriegen. Und zwar mit einem Kleinwindkraftwerk. Das können wir da ja daneben. Erforderliches so. Energieniveau erreicht. Okay. Elektrokondensator. Was bist du? Ah, ein Elektrokondensator. Wundert, dann sehen wir zu. Werte steigen. Modul fertiggestellt. Sie haben den Elektrokondensator? Sehr gut. Dann können wir zur zweiten Komponente übergehen, einer Magnetspule. Bitte beeilen Sie sich mit der Entwicklung. Okay. Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. 500. Spiel gespeichert. Wie viel Öl haben wir hier eigentlich noch? Ja, eigentlich nicht ausreichend, ne?
Also brauche ich doch eigentlich so ein Ding hier, ne? Aber jetzt diese ganze Energie, die Getränke hier ran, beziehungsweise Nahrung und Getränke. Getränke ist das Problem. Habe ich nicht eine andere Möglichkeit, ordentlich Energie ranzukriegen? Ah, ein neues Atomkraftwerk, ne? Kann bei langer Verwendung einen Super-GAU auslösen. Ist mir aber eigentlich vollkommen Banane, weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das Teil so lange einsetzen werden. Mir fehlt ein... Ach, Achtung, ja. Klar, Produktionsstillstand. Bist du immer noch dabei, die Ölpest zu beseitigen? Mein Gott. Wie lange kann man denn dafür brauchen? So, nehmen wir alles mit und schippert das mal nach hier. Benötigt Brennstäbe. Brennstäbe müsste ich hier oben haben, ne? Brennstäbe. Sprengstofffabrik? Brennelementfabrik? Brennelementfabrik? Wollen wir nochmal ein zweites, dass wir auch ja definitiv genug Brennelemente herstellen? Hab ich noch ein Handelsschiff übrig? Nein, ich glaube, ich müsste mir nochmal eins bauen. Das ist auch nochmal wieder Energie. Energie. Unterhalt. Das sind alles nur Kampfschiffe. Ah, halt. Stopp! Ah, habe doch noch meinen Trimaran, den ich einsetzen kann. Und zwar einmal von hier nach. Neue Handelsroute. Achso. So, von hier nach da. Hier sollst du einladen Brennstäbe, hier sollst du ausladen Brennstäbe. Schön, so gefällt mir das. So, du gibst jetzt mal bitte dein Eisen hier ab. Dein Stahl. Wir bauen ein Atomkraftwerk hier hin. Zwar dahin, ja, ich weiß. Kriegt ihr zwischendurch Alkohol? Jo. Das ist doch schön. Kann ich euch eigentlich auch... Achso, ich hab nicht... Was ist... Wandert ihr ab? Weder ein- noch ausziehen. Mit dir an unserer Seite werden wir das Kind schon schaukeln. Früher werden diese Gebäude einziehen, bis es gefüllt ist. Das freut mich. Ihr könnt gerne ausgeglichen sein. Ihr dürft auch ausgeglichen sein. Ich will aber ein bisschen mehr Geld rankriegen. Jetzt kriegen wir da irgendwann nochmal Probleme. So, das Schiff ist auch schon wieder auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg oder wo bleibt denn der Trimaran? Sollte ich vielleicht dieser Handelsroute noch den Trimaran hinzufügen? Macht das Sinn oder ist das total überbewertet? Meine Güte. Achtung. Da kann ich lange warten, bis der mal was vorbeibringt.
gibt's Primaran. Jetzt kriegt er gleich seine Energiezellen. Willst du mich verarschen? Einladen Energiezellen. Ausladen Energiezellen. Man sollte es auch verdammt nochmal richtig machen. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. So viel dazu. So kann eine Handelsroute natürlich nicht funktionieren, wenn er das, was er einladen soll, in der Insel aber auch auslädt. So, ja, jetzt genau. Achtung! Produktionsstillstand. So, jetzt bekommt er seine Sachen. Na, dann sehen wir zu mit deiner Energie. Sie haben den Gamma-Komplex reaktiviert. Ich kann den Energietransfer dorthin messen. Ja. Das ist ja schön für dich. Diese Felsformationen am See eignen sich gut für einen Staudamm zur Stromerzeugung. Vorausgesetzt, sie sind im Besitz der Konstruktionspläne für ein hydroelektrisches Kraftwerk. Nein, bin ich nicht. Erforderliches Energieniveau erreicht. Herstellung des Moduls jetzt möglich. Das ist jetzt aber nicht unbedingt... Sie können nichts vor mir verbergen. Sie entwickeln eine neue Technologie. Aber dieses Projekt wird jetzt eingestellt. Nein, wird es nicht. Außer auch nicht auf die Idee kommen, dass du da irgendwas erreichen wirst, Fuzzer. Damit fängt es doch schon an. Attacke! Macht sie fertig! Warnung. Wer von euch hat denn eigentlich eine? Gestoppt. Gut, ich wollte gerade fragen, wer von euch hat denn eine Dings? So, wollen wir mal die Magnetspule entwickeln. Immer angreifen. Kannst du Luft angreifen? Nein, ne? Oh, doch, Flugeinheit. Du auch nochmal. Und ihr beide könnt. Ah, und ihr könnt Flugeinheiten angreifen. Das ist gut, das ist gut. Dass der aber auch so ein Problem mit uns hat. Abgeschlossen. Zack. Aua. Ah, die Magnetspule. Ausgezeichnet. Nun fehlt nur noch ein Modul. Der Hochleistungspuls. Damit erzeugen wir eine Überlastung in Father's System. Freut mich. Darf ich erstmal die Drohne abschießen? Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. 1000? Energieoutput muss erhöht werden. Meister. Was? Wird nicht geliefert? Ja klar, du komischer Heini. Siehst du doch, was da geliefert wird. Ach. Ja, mir fehlen Materialien. Ich sehe es. Du fährst jetzt mal bitte nach da. Und zwar ganz schnell. Und fährst hier wieder zurück. So, irgendeiner hatte hier... Da stehst du rum.
So, du wirst relativ stark beschädigt. Du gehst dich mal reparieren. Dann, wer ist noch stark beschädigt? Du bist beschädigt. Du gehst dich auch mal reparieren. Ich will nachher nicht mit einer kaputten Flotte hier rumfahren. Noch jemand, der beschädigt ist? Anscheinend nicht. So, darf ich jetzt ein zweites AKW bauen? Ein zweites AKW. Nachdem wir den hier noch abgebaut haben, darf ich sicherlich ein zweites bauen. Mir fehlt Beton. Ich könnte einen zu viel kriegen. Und wenn ich so auf das Zeiteisen gucke, dann ist auch schon wieder Zeit, diese Folge zu beenden. Ja, irgendwie kommen wir nicht so ganz voran. Doch, eigentlich kommen wir schon voran, aber nicht so schnell, wie ich gerne hätte. Ja. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen restlichen Tag. In der nächsten Folge werden wir dann das zweite AKW bauen. Und werden dann das dritte Modul erforschen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir gegen Fuzzer antreten werden. Ob wir ihn dann richtig bekämpfen müssen. Rohe Gewalt. So menschlich. Aber von meiner Schildtechnologie prallt sie einfach ab. Rohe Gewalt. So menschlich. Aber von meiner Schildtechnologie. Und wir werden mal gucken, was sich da oben so rumtreibt. Ja, bis dahin sage ich bye bye.